So, und da sind wir wieder bei The Forest. 2 von 3. Und ich würde wirklich immer noch gern diesen Satz wissen, den ich damals gesagt habe. Aber wir werden ihn wohl nie erfahren. Eigentlich müsste ich hier mehr ein Lager aufbauen. Ich weiß nicht. Kommt irgendwie cool. Und wird auch passen von der Entfernung her. Weil da ist erst das nächste Lager. Aber da oben hatte ich ja auch ein Lager. Das müsste ich eigentlich da wieder erstellen. Das war auf jeden Fall kein Traum, dass ich dort oben Lager hatte. Das war Realität. Also, insofern man das Realität nennen kann, das ist ja nur ein Spiel. Aber das Spiel, das ist ja real. Nicht das, was im Spiel ist, aber das Spiel an sich, das ist real. Obwohl ich es eigentlich online gekauft habe. Aber alles, was im Computer ist, das ist auch real. Irgendwo. Das ist vielleicht nichts Physisches, aber es ist da. Wie Luft. Merkst du auch erst, wenn dir von hinten. Na, ich will mal lieber den Satz nicht beenden. Also man merkt ja auch so, wenn der Wind ankommt und man da ein bisschen mit wegneigt. Kommt natürlich öfter vor, wenn man hoch oben irgendwo lebt. Das tue ich jetzt nicht gerade. Ich wohne auf dem Land, also da ist nichts los. Und wenn hier irgendwie ein ganz lautes Geräusch kommt, dann hört man es eigentlich relativ gut. Denke ich mal. Kann man in den Bergen besser ein Geräusch hören, weil ja wieder halt an den Ecken, oder wird dadurch der Schall vielleicht aufgehalten, weil auf so einer flachen Ebene müsste das eigentlich weitergehen. Oder nicht? Ich denke nämlich gerade, ey, das müsste doch voll Sinn machen auf dem flachen Land, dass das mal eben mit dem Sound so richtig durchgeht. Eben über das ganze flache Land und man hört es halt überall. Aber währenddessen denke ich ja auch, das kann ja überall abhallen an den Wänden in der Berglandschaft. Was ist davon wohl besser? Was wird man schneller überall hören? An welchem Ort hörst du das an mehr Stellen? Frage ich mich. Weil Sound ist für mich ja irgendwie wie so eine Welle. Wenn da nichts im Weg kommt, dann geht das mal eben so durch. Demnach sage ich eigentlich auf dem flachen Land, aber mein Wissen sagt mir, oder mein Unterbewusstsein denke ich mal eher, das würde mehr in der Berglandschaft so abgehen. Weil man hört dort ja immer, wenn man da einmal ganz laut ist, sich selbst. Weil das Echo kommt. Ich weiß nicht. Das ist eigentlich mal eine Frage, die mal gestellt werden sollte und beantwortet werden sollte. Ich weiß nicht, ob sich jemand jemals diese Frage gestellt hat oder ob das jetzt schon direkt immer schon gewusst wurde, die Antwort. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber für mich sollte es eigentlich zum Allgemeinwissen gehören, denke ich mal, wenn ich diese Frage stelle. Denn Allgemeinwissen sollte nämlich alles sein, wozu du Fragen stellst. Einfach nur deshalb, weil du dann die Fragen nicht mehr stellen musst. Dafür ist Allgemeinwissen doch sicher da. Oder nicht?
Jeder weiß doch, dass Schildkröten vier Beine haben. Und warum wissen wir das? Damit wir es nicht mehr fragen müssen. Und weil es offensichtlich ist, wenn man eine gesehen hat. Aber das ist extra dazu da, damit wir nicht fragen müssen, wie viele Beine die haben. Genau, demnächst sage ich einfach immer, wenn mich irgendjemand was fragt, dann beantworte ich das kurz und dann sage ich, ey, warum fragst du überhaupt das Allgemeinwissen? Mich kennt doch jeder. Richtig dreist einfach nur. Mach ich einfach nur aus dem Grund, weil mir scheißegal ist. Sollen die Leute da doch denken, was sie wollen? Ich hab nichts zu verlieren. Leute, die was verlieren, Leute, die sich wirklich Gedanken über sich selbst machen, die haben was zu verlieren. Die Leute, die sich selbst nur noch als Hülle akzeptieren, sobald sie nicht mehr für sich selbst sind. Die ihren Körper nur noch als Schutzschild für ihren Geist nehmen. Die haben nichts zu verlieren. Außer vielleicht ihren Geist. Aber der Geist, der geht nicht weg. Der geht ganz sicher nicht weg. Warum regnet es immer in der zweiten Folge? Keine Ahnung. War das auch in der letzten Aufnahmesession? War das so? Keine Ahnung. Ich meine, ja. Ja. Ich glaube schon. Habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Das war gestern, hallo? Meinst du, ich erinnere mich an gestern, was ich da gesagt habe? Nur wenn ich oft drüber geredet habe, dann erinnere ich mich dran. Aber sonst überhaupt nicht. Das ist nur so ein kleiner Weg und ich bin bald da. Und dann habe ich das größte Gebilde gebaut, was hier jemals in diesem verfickten Spiel. Nicht dieses verfickte Spiel. Nicht verfickt. Aber in diesem verdammten. Ja gut, das ist auch nicht verdammt, das ist eigentlich super, das Spiel. Aber das je hier drin gebaut wurde. Und dann können die Leute mal sagen, was sie wollen. Ich habe nämlich gegoogelt. Ich habe nichts gefunden. Und wenn ich nichts finde, dann heißt das, jo, so ist das. Ich meine, ich habe ja selber gegoogelt, wer die meisten Folgen hat. Da habe ich nur mich gefunden und einen gewissen anderen Herrn, der gesagt hat, dass er die meisten Folgen hat und dann habe ich ihm unter das Video geschrieben, aber ich habe noch mehr. Ich will dir jetzt nicht den Titel da aberkennen, aber wir müssen hier schon bei den Fakten bleiben. Also, wenn ich eine höhere Zahl habe, dann habe ich eindeutig mehr. Da kannst du sagen, was du willst. Wenn man bedenkt, dass es am Anfang gar nicht mal darum ging, dass ich so viel Folgen kriege, sondern mehr einfach nur darum, dass ich wahrscheinlich das Spiel besser spielen könnte als die Leute, die ich da gesehen habe. Denn ich habe mir ja damals einfach immer nur gesagt, yo, ich zeige jetzt, wie es richtig gemacht wird. Und habe das Spiel einfach so aus dem Grund gespielt, damit alle das hier direkt halt schon mal richtig machen. Habe ich da Köpfe aufgehängt? Sah so aus. Weil ich halt das ganze Wissen hier, ne? Direkt am Anfang, da wusste ich schon genau alles über das Spiel. Und ich wusste, dass die anderen Let's Player das nicht wussten, weil die bei den anderen halt nicht nachgeguckt haben. Die haben nicht bei ihrer Konkurrenz reingeguckt. Ich habe bei jedem von dem reingeguckt.
Also das hört sich jetzt falsch an. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, die haben sich dann alle bescheuert angestellt und irgendwie so gespielt, wie man halt spielt, wenn man nichts weiß. Und ich habe die alle kombiniert in mir. Eigentlich. Hört sich auch falsch an, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe deren Wissen in mich aufgenommen und es für meine Zwecke genutzt, um dadurch ja halt einfach das Beste zu bringen. Läuft doch. Und später habe ich dann einfach alles selber gemacht. Ja gut, damals, als ich angefangen habe, habe ich noch gar nicht so richtig viel. Ja doch, locker 60 Folgen habe ich bestimmt schon bei anderen Leuten dann geguckt. Weil damals war das noch so, da konnte man ja nicht speichern und ich habe genau darauf gewartet, dass man speichern kann. Das war damals so. Und das habe ich dann auch gemacht. Direkt als gespeichert werden konnte, habe ich losgelegt. Und sieh, was aus mir geworden ist. Ein Typ, der wie lange jetzt schon Brücken baut. Man muss halt mit seinem Hobby leben können. Bald wird der Kampf wieder erscheinen. Ihr wisst eh, wie das enden wird. So wie es damals auch schon geendet hat. Ich glaube sogar in einem. Ja, selbst in den Anfangsfolgen war das so. Immer dasselbe Prinzip. Ich habe irgendwas aufgebaut, dann kamen die Leute zu mir, haben nur noch angegriffen. Wirklich nur noch. Ich hatte nie eine ruhige Minute, konnte nie wirklich was aufbauen, weil jedes Mal die Typen da ankamen. Und so wird es auch wieder sein, wenn ich die einschalte. Das ist dann kein wirkliches Let's Play mehr, weil ich zu nichts kommen werde, aber ich muss es halt wieder machen. Aus Gründen. In 4 Tagen kommt übrigens, glaube ich, ein neues Update. Also in der nächsten Aufnahmesession, die ich mache, wird es wahrscheinlich schon drin sein. Nicht in der nächsten Folge, in der nächsten Session. Weil das wäre komisch, wenn es jetzt schon in der nächsten Folge wäre. Wird keinen Sinn machen. Also theoretisch können die Typen ja einfach auf meine Brücke draufkommen, immer. An mehreren Stellen. Aber ich denke nicht, dass die das tun werden. Ich denke, die werden da runterlaufen direkt. Obwohl, die müssten eigentlich so ein. So ein Programm haben. Ja, jetzt nicht unbedingt Programm. Die müssten das auf jeden Fall schon drin haben, dass die wissen, dass die an bestimmten Stellen runterfallen können. Müsste eigentlich drin sein, denke ich mal. Das war ja auch damals in Minecraft so, ne? Da haben die Gegner auch immer so dämlich agiert. Wenn da zum Beispiel ein Loch war, sind die reingelaufen, weil sie dumm waren und nicht anders arbeiten konnten. Keine Ahnung. Die haben es nicht besser gewusst, die sind einfach da runtergelaufen. Und jetzt laufen die immer um die Löcher herum. Und ich denke, das ist in diesem Spiel auch so. Demnach würde ich vielleicht sogar sagen, dass die doch auf den Brücken laufen können. Aber ich weiß nicht. Wenn die Brücke ein bisschen tief geht, laufen die da wahrscheinlich auch runter. Ich weiß ja nicht mal, wie man das nennt. Ist das irgendwas mit Collision? Ne, ich denke mal nicht.
Und das hat ja nichts mit einer Kollision zu tun. Man geht ja nicht gegen irgendwas gegen. Das Einzige, was man tut, ist Abgründe vermeiden. Und das ist ja keine Kollision. Das ist was anderes. So, ich warte noch auf den Tag, wo hier mehr Tiere reinkommen. Das fehlt mir wirklich. Wie oft muss ich denn noch sagen, dass ich hier verdammt nochmal Wölfe, Bären und Eulen drin haben will? Eulen einfach nur für den Flair. Hier gibt es schließlich auch Fledermäuse. Weil ich denke, Eulen passen in einen Wald rein. Da fehlt eigentlich noch der Kuckuck. Jedes Mal, wenn ich in einen Wald reingehe, dann höre ich so einen Kuckuck. Jedes Mal. Ich finde den Namen immer noch bescheuert, aber er heißt halt so nach dem, was er macht. Er ist ein Pokémon. Wenn man mal genau drüber nachdenkt. Der sagt Kuckuck. Und er heißt Kuckuck. Er ist Pokémon. Dann warte ich eigentlich noch auf den, auf das Tier, was einen bescheuerten Namen hat und seinen Namen sagt. Kennen wir da eins? Nee, das wäre zu einfach und das wird vielleicht irgendwo Sinn machen. Gibt doch diese Affenart Makaken. Stellt euch mal vor, der wird erstmal reden hier. Makaken, Makaken. Wäre bescheuert. Aber ich könnte mir bei Affen sogar vorstellen, dass die bald irgendwie sprechen. Auch wenn die jetzt nicht so die Stimmbänder dafür haben. Aber da gibt es bestimmt irgendwie in Science Weg. Jo. Mit Sicherheit. Irgendwann wird das passieren. Alles passiert irgendwann. In anderen Zeitlinien wird es wahrscheinlich sogar schon passiert sein. Wenn man mal genau drüber nachdenkt, in anderen Zeitlinien ist alles schon passiert. Alles ist da möglich. Wir haben nur eine scheiß Zeitlinie im Moment. Aber wir könnten schlechter haben. Wir haben jetzt nicht die Zeitlinie erwischt, wo Elektrizität nicht erfunden wurde. Also. Da wisst ihr schon mal, dass ihr das gut habt. Denn ich denke mal, das ist was ganz Wichtiges, was uns fehlen würde, wenn es nicht da wäre. Ich meine, ihr könntet dieses Video zum Beispiel nicht sehen. Ich denke, für einige ist das sogar toll, aber ich denke, die haben dann aber auch noch genug Probleme mit den anderen Nebenwirkungen. Genau, das wird total Sinn machen. Man hat Elektrizität noch nicht erfunden, aber das Internet ist da. Macht Sinn. Wie willst du da reinkommen ohne Elektrizität? Jetzt kommen wir nicht an, könnte man mit dem Handy machen. Weil das Handy muss ja auch aufladen irgendwie. Wahrscheinlich haben die dann so super Akkus. Aber stellt man die nicht alle auch mit Elektrizität her? Da gibt es bestimmt auch noch einen Weg, wie man das nicht so macht. Aber ich habe keine Ahnung über so einen Scheiß. Ich habe mich ja eigentlich von der ganzen Materie da abgewandt. Alles, was so mit handwerklichem Zeug zu tun hat, da habe ich mich komplett von abgewandt. Das finde ich immer so langweilig. Kann ich überhaupt nicht folgen und dann höre ich auch nicht zu. Weil da meist auch Mathe verwendet wird und ich hasse Mathe.
Mathe ist nämlich nicht Deutsch. Naja, ich würde das mal sagen. Das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.